Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir haben neue Forschungsergebnisse, natürliches Material und ich glaube, das ist jetzt endlich die Holzachterbahn. Mal gucken. Knallerachterbahn, aha. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber sehen wir uns da mal kurz an. Da haben wir wieder ein Drehen, wie Heben, Wirbeln, Dingens. Bin gespannt, was haben wir da? Pathos 3, Nervenkitzelfahrgeschäft. Sollten wir auch wieder eins bauen. Wir haben ja doch sehr viel Familienattraktionen. Oh, da ist der Skywatcher. Den möchte ich. Das Ding ist einfach total ruhig. Da passiert nicht wirklich viel Action. Das ist einfach so eine Aussichtsplattform. Den werden wir jetzt bauen in der Folge. Und gleich mal neue Forschungen in Auftrag geben. Familienspaß im All klingt auch nicht schlecht. Noch ein Nervenkitzel-Dingens. Aufmerksamkeitserregend. Klingt auch nicht schlecht. Achterbahn wiedergeboren, um zu loopen. Alles in einem. Alles in einem klingt cool. Wir müssen sowieso alles erforschen, also machen wir das auch gleich. So, dann fahren wir damit. Das habe ich euch in der letzten Folge schon versprochen. Aber wir fahren dann damit in der Ende dieser Folge, wenn es sich ausgeht. Wo will ich denn das Teil hinstellen? Wie groß ist denn das? Dieses Aussichtsdings. Das sollte, wenn, dann irgendwo zentral im Park sein und ich glaube, ich mache mit jedem Fahrgeschäft Verlust. Moment, können wir das vielleicht sogar da drauf stellen? Das möchte ich nicht abreißen, da fahren doch immer wieder Leute damit. Schwierig, schwierig. So, mal sehen, was war denn das? Fahrgeschäft, Familienteil müsste das sein, weil es eigentlich friedlich war. Wobei, wir gehen mal auf alle und da ist er. Nee, das ist der Screaminator. Da ist es, Skywatcher. Was hat denn der für eine Grundfläche? Oh, das ist nicht so wild. Das ist nicht so wild und wie geil. Moment, 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 Moment. Wir könnten den hierher bauen. Dann würde die Go-Kart-Bahn unter dem Skywatcher durchlaufen. Was ja okay ist eigentlich, prinzipiell. Aber wir machen das jetzt einfach. So. Oho. Nice. Eingang platzieren. So, wie wollen wir denn das? Das wollen wir so. Den Ausgang werden wir. Schwierig. Oh, das würde sogar gleich verbinden. Wollen wir das gleich so machen? Und wenn ja, wie habe ich das geschafft? So habe ich das geschafft. Hätte ich das geschafft. Ja, das machen wir gleich so. So, Eingang mit Weg verbinden. Schaffen wir da nochmal so eine schöne Runddingens? Nee, schaffen wir nicht, verdammt. Oh no. Ha! Eigentlich wäre es vielleicht nicht so schlecht, hätten wir bei dem Weg ein Geländer. Wir wollen ja nicht, dass unsere Leutchen da irgendwo runterknallen. Und Wegstützen wären vielleicht auch eher realistisch. Behaupte ich jetzt einfach so mal.
Ich glaube, die Warteschlange ist einfach zu groß. Wow! Okay. Da muss ich mir jetzt auch noch was überlegen. Das weiß ich nicht. Sieht jetzt nicht so cool aus. Aber Finanzen. 8 Dollar ist zu viel. Das soll ja eine richtig coole Aussichtsplattform sein. Wir haben die Kohle. Wir können da wenig verlangen. Und gleich mal öffnen. Schwupps. 4 Dollar. So, mal sehen. Juhu, sie freuen sich. Warum freuen sie sich? Weil unser Feuerwerk. Oh, ist ja geil. Verdammt, meine Kamera. Ich hab's verkackt. Es hätte ja geil sein können. So, durch das Riesenrad durch. Wo bin ich denn jetzt? Da. So, mag jemand von euch jetzt mit dieser coolen, neuen, chilligen Attraktion, das habe ich in einem Trailer von den Planet Coaster-Machern gesehen. Das finde ich einfach cool. Sowas hätte ich gerne in jeder Großstadt. Man sitzt da einfach nur auf den Bänken oder kann auch aufstehen, nach vorgehen zu den Gläsern und raussehen. Einfach so total auf gemütlich, auf chillig. Hey, hallo? Oh, das ist ein Arbeiter, der darf nicht fahren. Der sollte ja... Ja, Arbeiter, ich wollte ja die... Oh, irgendwie will keiner mit dem Autoscooter bzw. Autodrom fahren. Ich weiß aber nicht warum. Das ist zu teuer. Komm schon, 3 Dollar. Das ist nichts. So, was ist jetzt überhaupt generell mit meiner Aussichtsplattform? Ich gehe mal auf Warp 3. Ich meine, ja, okay, das Ambiente ist vielleicht nicht das Hübscheste, aber das ist so komplett uninteressant. Oh, da haben wir die Ersten, da haben wir die Ersten. Wen nehmen wir? Den jungen Mann mit dem Cowboy-Hut? Hey. Wieso kann ich ihn jetzt nicht anklicken? Ah, okay, dann nehmen wir Latonya McKenna. So. Die Mama mit der Weihnachtszipfelmütze finde ich cool. Der Papa mit dem Cowboyhut, wo ist unser Bruder? Auch mit dem Cowboyhut und mit den stylischen Brillen. Wobei, ich weiß nicht, ist es unser Bruder oder nicht? Man weiß es nicht so genau. Wow, oh, schaut das geil aus. Und von unten wie ein UFO. Richtig cool. So, aber ich sehe das schon, kommen. Wir werden den Cut setzen müssen, schon allein deswegen, dass wir der Mama da nicht die ganze Zeit auf den Poppes schauen. Wobei, wir nehmen einen von den Erwachsenen. Die haben auch wenn es fies ist, eine bessere Aussicht als die Kids. Achso, der Zug ist jetzt ab. Oh, jawohl. Alisa! So. Okay. Schon etwas besser. Und auch der Eingangsbereich ist cool, weil das dreht sich da nochmal. Ich gehe nochmal zurück auf Augenmerk. Ich bin ja gespannt, ob die dann wirklich da so rumlaufen und dann hoch. Okay, das dauert jetzt. Oh, schön, und da kommen schon die Nächsten. Heyo, ja, wieder eine Familienattraktion, da kommen sie alle mit ihren Kids. Hey, ihr habt gar keine coolen Mützen auf und Brillen. Seid ihr ein bisschen geizig, ha? Die Kinder wollen das haben. Okay, aber die sind schon total hibbelig auf die... Da hinten, die Familie macht's vor. Da ist komplett alles. Cowboy-Hut, Weltraumhut. Was war das? Ja, dieser komische... Ja, Robin Hood-Hut. Und ein paar normale Parkhüte. Leute, ihr müsst euch anpassen. Ihr müsst sowas kaufen. Da, ja, sie hat ja auch so einen Robin Hood-Hut. Robin Hood-Hut. Zungenbrecher. Sind wir dran? Schön. Da werden wir, glaube ich, den Berg hochziehen oder vielleicht
Da könnten wir vielleicht sogar ein bisschen Science-Fiction-Atmosphäre reinbringen. Wir haben ja so viele Science-Fiction-Bauteile, die ich nie verwende, weil ich bisher nicht wusste, wo wir sie denn verwenden könnten und so. Und wir kommen genau zur Fahrt, wenn es Tag wird. Ja, macht nichts. Okay, ich setze einen Cut. Wir sehen uns dann, wenn es ans Einsteigen geht. Hoffentlich bald ist. Bis gleich. So, pünktlich zum Sonnenaufgang ist jetzt auch die Kabine endlich herunten. Also das ist wahrscheinlich die einzige Fahrt im Park. Und da kommt die wilde Beute auf den Go-Karts unten durch. Yay! Die einzige Attraktion im Park. Oh, sieht das geil aus. Mit der man wahrscheinlich 2 Stunden lang fahren kann oder muss in dem Fall. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie die einsteigen. Die müssten eigentlich da rumlaufen und dann hier hochlaufen und da rumlaufen. Mal sehen. Augenmerk oder Ego? Wir bleiben mal auf Augenmerk. So, auf geht's. Türen öffnen. Los! Aber jetzt kann man irgendwie keine neuen Leute dazu. Ah ja, jetzt. Und sie laufen rum. Ja, müssen sie auch sogar. Hätte ja auch sein können, wie bei so anderen Parksimulationen, dass es einfach geht. Fusch! Und sie sitzen in der Kabine. Ah, cool. Und ich werde jetzt nochmal den Cut setzen müssen, weil bis es jetzt losgeht, die warten sicher wieder 3 Wochen und noch länger. Oh, das ist aber richtig schön. Siehst du? Der Besuch im Park heute hat sich ausgezahlt und du meintest, das Wetter wird nicht schön. Okay, gut. Ich setze mal wieder einen Cut. Okay, Augenmerk bringt da jetzt nicht viel. Oh ja, so. Da sitzen sie alle. Voller Vorfreude. Gut, ich setze einen Cut und wenn es dann losgeht, sehen wir uns wieder. Okay, es scheint loszugehen. Für die Attraktion braucht man wirklich tatsächlich viel Zeit. Yay! Ego? Und ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, müsste sich das dann oben auch drehen. Ne, es dreht sich jetzt schon beim Hochfahren schön langsam. Also das ist so eine richtig geile Aussichtsplattform. Da könnte man auch noch was draufstellen. Das ist auch ein bisschen nackig da oben. Oder vielleicht da noch einen Weg hochleiten und... Ja, mal schauen. Mal schauen. Ist ja nicht die letzte Folge Planet Coaster. Und wir sind sogar höher als unser Riesenrad. Viel höher sogar. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich die höchste Attraktion von allen. Wo sind wir denn schon? Oh, noch nicht mal bei der Hälfte. Ah, ist schön. Aber jedenfalls, da könnten wir auch noch was herstellen. Vielleicht können wir hier eine Achterbahn bauen, die dann da noch so oben drüber geht und das alles mit einbezieht. Huh? Wir müssten nur die Station hier reinbekommen. Oh, und das nächste Rennen geht los. Und wie gesagt, da hinten würde ich gerne diese Berglandschaft beibehalten. Damit es halt nicht ganz so flach ist, aber das werden wir dann noch sehen. Und der Platz in Herzform, also mit viel Fantasie in Herzform. Okay, wir sind am höchsten Punkt und jetzt auf der falschen Seite vom Park. War ja klar. Oh, schade, ich dachte, die stehen vielleicht auch auf und stellen sich vorne hin und ziehen dann runter. Aber vielleicht machen die das noch. Mal sehen. Oh, richtig geile Aussicht. Und was ich aber schön finde, ich darf die Maus nicht auslassen, dass so ziemlich auf allen großen Wegen sieht man die Leute rumwuseln. Das finde ich nice. War ja auch schon mal anders im Park. Ah, die Musik ist so richtig schön chillig und beruhigend. Wow. So, kleines Screenshot machen. Da, das meine ich. Also da sind jetzt doch sehr viele Leute auch schon überall unterwegs. Da hätten wir auch schon eine Achterbahn.
Ja, meine Gedanken schweifen schon wieder ständig in der Gegend rum. Gut, das Go-Kart funktioniert perfekt. Die Wildwasserbahn, da stehen auch irre viele Leute. Gut. Und da steht schon die nächsten. Und alle mit irgendwelchen Souvenirs. Ich finde das geil. Ich finde das richtig geil. So. Das müsste ja vom Platz her. Ja, das geht sich locker aus. Das reicht vollkommen. Und das könnten wir tatsächlich. Passt ja auch irgendwie zusammen. Das könnten wir tatsächlich in so einem futuristischen Design einpacken. Wir dürfen dann hier halt nicht vergessen, genug Beleuchtung einzubauen. So, mischen wir uns mal kurz unter das Partyvolk. Oh, es ist so geil, wie die Kamera oft wegflasht. Keine Ahnung, wo wir jetzt wieder sind. Und der ganzjährige Weihnachtsmarkt ist nach wie vor am Laufen und es sind auch Gäste da. Ich finde das cool. Hoffentlich machen die Shops nicht wieder alle zu. So, da wollte ich eigentlich her. Ja, das müsste passen. Und wir können vielleicht, es gab ja das Knight Rider Set. Das habe ich ja alles. Ich habe da eine kurze Infofolge gemacht, falls ihr es noch nicht kennt. Wir könnten doch hier vielleicht auch den Knight... Ups, Entschuldigung, Schluck auf. Wir könnten hier doch auch vielleicht den Knight Rider hinklatschen. Oh, da sind doch relativ viele Leute eingestiegen. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Cool. Fast vollständig besetzt. Jo, checken wir ganz kurz nochmal die Personalsituation in der Folge. Ja, das Schlimme ist, tut mir leid, ich weiß, sicher total mühsam für euch zum Zusehen, dass ich ständig von einem Punkt zum nächsten flashe. Der Platz, es ist mal ein Platz. Ob der jetzt toll ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber es gibt jemanden, der richtig gute Videos raushaut und der macht immer die letzten Videos, also in einem seiner letzten Videos, das war so ein richtig schöner Brunnen mit Wasserspiel und so, und vielleicht möchte ich hier, ich werde das mal versuchen, hier so ein Wasserspiel aufzubauen. Danke an Dirk, Einzelkind, seht mal bei seinem Kanal vorbei, der macht irre geniale Dinge, ganze Schlossanlagen, der kann das und hat mich inspiriert, also ich würde gerne hier so ein Wasserspiel. Wasserspiel, Springbrunnen. Heute habe ich es mit den komplizierten Wörtern. In einer der nächsten Folge bauen. Na gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge wird, weil ich doch durch die Wartezeiten und so immer wieder was rauskarten muss. Da haben wir unsere Leinwand wieder. Die erste Variante hat mir fast besser gefallen. Aber zumindest laufen hier die Leute nicht wieder durch die Obstacles. So, schönes Abschiedsbild suchen. Oh, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß eigentlich, ob es stinkt, aber der Park ist eigentlich von jeder Seite schön. Oh, das ist ein schönes Bild. Vielleicht mehr unter die Leute. Nice. Na gut, dann bin ich mal wieder draußen für heute. Danke fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn ihr Tipps für den Park habt, keine Hemmungen. Einfach reinschreiben in die Kommentare, was ihr gern sehen würdet, was ich ausprobieren soll und so weiter und so fort. So, ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Papa.